Sehr gut. Yes, yes. Okay. Also, ob wir dann auch eine Bedrock im Raum hinstellen. Sehr schön. Also gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Jo. Bis dann. Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play FeedBeast Infinity Evolved Skyblock. In der letzten Aufnahme haben wir herausgefunden, wie das mit den Skeleton-Viechern funktioniert, ne? Mit den Reader Skeletons. Und da werden wir jetzt heute weitermachen, wie ich schon angekündigt habe, im Nether werden wir da einen Spawner basteln. Sobald wir jetzt schlafen können, legen wir uns endlich mal hin. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Zicker. Ah ja, sehr schön. Gut, dann. Wie groß muss denn das Ganze sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Da werden wir ein wenig Cobble noch brauchen. Und den Bild des Worms. Und dann hätte ich gesagt, ab in den Nether. Denn wir müssen ein paar von den Viechern beheaden, damit wir dann wieder spawnen können. Autsch, F7. Noch irgendwo finster, ja. Ich will nämlich nicht, dass da dauernd Viecher spawnen hier. So. Gut. 11 mal 11 haben wir gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Glaube ich, mich nicht verzählt habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Yep. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich weiß noch nicht genau, wie man sie killen. 2, 3, 4, muss ich zugeben. Hops. Vermutlich mitten im Cleaver von Tinker's Construct einen elektrisch modifizierten, damit wir den einfach reparieren können. Haben wir schon noch ein wenig. So.
montieren. Zack, hoppsa, zack. Wir brauchen eindeutig auch Torches. Gut, ich will ihn eh hier vorne töten. Ganz einfach, ne? Dazu werden wir ein paar Dinge brauchen. Wie machen wir denn das? Wir brauchen noch Stromkabel dann. Den lassen wir erstmal frei her, den mittleren. So, damit wir da rein rauslaufen können. Hoppsa. Wir haben uns noch ein wenig Koppelhorn. Das schadet ja bekanntlich nie. Dann holen wir uns mal den automatischen Aktivator, hätte ich gesagt. Den suche ich. Es geht nämlich genauso einfach wie durchs Portal durchlaufen. So, wir brauchen einen Aktivator. Und was wir auch brauchen, wir werden was anderes nehmen diesmal, außer die Conveyor-Belts, und zwar einmal ausnahmsweise mal die Dinger nehmen, die schauen nämlich auch cool aus. 11 ist es lang. 10, 11, 12, 13 brauchen wir. Zwar eine Reihe hinten. Und ja, ich werde es dann sehen. Ne? Eine Reihe kommt hinten hin, die Rückseite, und eine links, rechts dann vorne. Ne? Vacuum Chest. Die braucht man. Die werden wir brauchen. Drawer. Mindestens zwei, ja, holen wir gleich vier. Eine Chest dazu. Dann Redstone. Einen Comparator. Nehmen wir lieber noch ein wenig Redstone mit. Eine Torch. So, ein Redstone Upgrade. Wenn wir es finden. So eins. Schön vorangefüllt hier, ne? Es fehlt noch, Sticks fehlen noch, okay. Aber hier haben wir soweit schon alles drin. Sehr schön, das freut mich, wenn was weitergeht. Es ist schon cool, wenn man alles autocraften kann, ne? So. Und zwei.
dann seinen Energetik-Harvey brauchen wir auch. Den brauchen wir dann, um den Cleaver aufzuladen. Ne? Alles fleißig am Werkeln, so soll es sein. Wie schaut es hinten aus hier mit meinen Dingstelbums? Sehr schön. Das funktioniert ganz gut, würde ich mal behaupten. Ich nehme an, dass man hier ein Upgrade reingeschmissen haben, ist kein Nachteil gewesen. Ne? Aha, Upgrade, hätte ich gesagt. Damit wir hier mehr Platz haben, ne? Wir brauchen mehr Plutonium, immer mehr und mehr. Wusste ich gar nicht, dass wir schon so viele depleted haben. Schauen wir kurz. Ah, sind ja die einzigen, ne? Ja, gut. Aber es schadet nie, wenn wir mehr Platz haben. Okay. Und weiter geht's, ne? So. Sehr schön. Hier bauen wir dann endlich mal dann den Lift ein, ne? Keine Sorge, da kommen wir schon noch dazu. Einzige Problem, was ich noch sehe, ich weiß noch nicht, wie man da das Zeug anschließen. So. Wir könnten das Ganze mit Fassaden machen, machen wir aber nicht. Weil, nö, muss nicht sein. Genau. Die Frage ist nämlich, wie bekommen wir das Zeug zurück ins... Gibt's da irgendwas Logistik-Pipe-mäßig? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ha. Lass mich mal eben hier Suchmaschinen befragen. Logistik-Pipes. Oh ja, mit Tesseract geht's. Cool.
Okay. Also mit Tesseract schaffen wir es, das freut mich schon mal. Den Strom-Tesseract bauen wir mal da ein, Mob Power. So nicht. So. Vacuum Chest. Die brauchen wir. Dann. Kommen da die Items raus. Und in die Drawer rein, ja genau. Echt vergessen, das Chatback anzustarten, ne, wer weiß. Boah, ich vergessen, machen wir gleich zwei. Brauchen wir ein wenig. Und eine Chest muss auch noch irgendwo sein. Yep. Schön. Falsch. So. Genau. Always active. Hey, what's going on, guys? Guys. Zombie here. Welcome back. So machen wir das. Extract Filter. Zombie here. Extract Filter. Dann kommen die Skulls da rein. Alles hat eine Gang hier. Hier, da. Da geht sich's leicht aus. Sehr schön. Back. Zombie here. I
haven't seen wands like this in a while. Snaps that wreck face. Ah, doch. Sehr schön. Ah ja, haben wir nicht. Ja, Stick hätte ich gern. So. Active without signal, ja genau. Octadeck. Dann. Zwei Basic. Sehr schön. Gut, 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 gut. Dann wird's, hätte ich gesagt, Zeit. Wow! Ach du Schande, das war ja knapp. Na? Heißt so schön, no risk, no fun, ne? Brauchen die ein Redstone-Signal, dass sie gehen? Schaut fast so aus, so. Na. So viel dazu. Ich habe mehrere so viel gemacht, wie ich gerade merke. Denn die sollten durch die Wand durchfunktionieren. Theoretisch. So. Es kann nur eben sein, dass die nur mit Redstone-Signal funktionieren. Open Blocks. Stimmt.